Dann kannst du erkennen, wie vor dir aus dem Kohlebecken die Hitze noch weiter ansteigt und die Flamme dann leicht bläulich wird und sich aus dieser blauen Flamme dann eine Frau herausschält, völlig nackt mit ihren blanken Brüsten, die Haare brennen und auch ihre Hände, wenn sie sich die dann geformt hat, stehen ebenso in Flammen. Sie selbst eine blaue und die anderen Flammen dann eben so ein bisschen gelblich. Du kannst sehen, wie schwarze Kohlenaugen dann in ihr glühen und glimmen und sie blickt dich grimmig und herablassend, furchteinflößend an und spricht dann mit prasselndem Feuer in ihrer Stimme: Ich bin Jahira vom Flammenden Berg. Ich habe 2 Jahrhunderte die Eliteeinheiten im Dienst der Magier-Mogule von Gardang bekämpft. Ich habe im Skorpionkrieg gedient und den großen Schwarm von Gorien besiegt. Und du rufst mich herbei, hier in dieser Akademie. Wie kannst du es wagen? Ich rufe dich an, die Meisterin der Lohe, im Kampf gegen die Diener der Verderberin der Seelen. Lass uns gemeinsam das Verderben über die Dämonenknechte bringen. Dieser Ring, ich zeige mal diesen Ring vor, ist Zeichen unseres Bündnisses und erschallt mein Ruf, so eile herbei. Formulier es als Bitte, nicht als Anrufung, als Befehl. Bitte unterstütze meinen Kampf und bitte stehe mir bei. Du musst noch viel lernen, Mensch. Mein Preis wird dich einiges kosten. Was ist dein Preis? Dein Schmerz. Und damit kannst du sehen, wie sie wieder zurück in das Kohlenbecken steigt und dein Ring einmal rot aufglüht. Und du bekommst einen weiteren Schadenspunkt, beziehungsweise einen weiteren W6-Schadenspunkt. Es könnte sein, dass das sich öfter mal äußert, wenn du ihn nicht benutzt, wenn du sie weiterhin eingesperrt lässt in diesem Gefängnis. Aber für diesen Tag einen weiteren W6 in deiner Hand. Und damit ist die Herbeirufung auch gelungen und du besitzt Jamü Jahira, Flammenden Berg. Ich verbeuge mich nochmal vor diesem prasselnden Flammen, wo jetzt sie verschwunden ist. Hab Dank. Und steige dann vorsichtig mit wahrscheinlich brennenden und blutenden Füßen in Richtung Akademie und lasse da wahrscheinlich blutige Fußspuren. Und lass mich dann von einem Diener mit Konchnis und Bandagen meine Füße verbinden. Gut, dann machen wir weiter mit Rafim. Rafim eben Kanava. Auch du bist mittlerweile im Chor-Tempel eingetroffen. Und beziehungsweise im Rondra-Tempel und kannst da dann zu dem Schrein herbeitreten, wo du dann auch wieder ja, eine Chorgeweihte erkennen kannst. Ja, ich nehme an, dass die gerade im rituellen Kampf versunken sind. Ich würde mich dann auch erstmal neben sie knien, vor den Schrein. Wie immer ein bisschen Blut opfern, wenn ich schon mal im Tempel bin. Wann hat man schon mal die Gelegenheit? Und einfach mal auf einen Schlagabtausch warten, wo sie dann erstmal fertig sind miteinander. Also ich würde jetzt da nicht aktiv unterbrechen. Ja, nach ungefähr 5 Minuten kommt sie dann auch blutend und schwitzend auf dich zu und reicht dir dann die Hand. Oder? Schwester, ich komme mit einer Bitte zu euch. Dann stell deine Bitte. Erst vor kurzem habe ich fast mein ewiges Geschenk erhalten. Aber einer meiner Kameraden hielt mich zurück und zwang mich wieder einmal auf dieses Leben. Ein weiteres Mal in die Schlacht für ihn. Aber ich habe ihn gespürt, als ich auf meine toten Brüder zumarschierte, auf die sich die Seelenwaage sah. Und ich will ihn wieder spüren. Aber ich habe hier noch Dinge zu tun, wichtige Dinge. Dinge, die meinen Tod herauszögern. Also würde ich ihn gerne hier spüren. Ihm meine Seele schon jetzt verschreiben, wo ich noch auf Dere wandle. Und ich hörte, dass man sich euch zuwenden kann, wenn man nach einem, wie nennen die anderen es, ein Noviziat, eine Prüfung für ihn unter, eine Prüfung mir auferlegen wollt.
Wenn der schwarze Prinz dich ruft, dann wirst du es wissen. Wenn du jetzt also vor mir stehst, leiste den Tribut oder geh mir aus den Augen. Bin bereit zu opfern. Aber ich werde auch noch einmal opfern, falls ich mein Noviziat überleben sollte. Würdet ihr mir schon jetzt ein so großes Opfer empfehlen oder sollte mein finales Opfer das große sein? Sie zieht eine kleine Handaxt von ihrem Gürtel und bittet dich mit einer einfachen Geste, deine Hand auszustrecken. Ich strecke meine Hand aus. Ja, sie lässt sich kurz sowas wie einen kleinen Schemel oder sowas bringen. Normalerweise könnte man sich darauf setzen und legt dann deine Hand darauf ab. Wird dann kurz ein bisschen Maß nehmen und holt dann aus und hackt dir dann den kleinen Finger ab. Zwei Schadenspunkte. Ja. Und eine Wunde an der Hand. Ja. Ihr gefällt mir schon jetzt. Es blutet ja ganz ordentlich. Das wird meinem Bären gefallen. Du kannst mit deinem Finger tun, was du willst. Ob du ihn verbrennst oder ihn um den Finger, um den Hals trägst, ist mir glatt gleich. Kennst du die neuen Regeln des Goryeo Dogola Vent? Ich muss ehrlich zugeben, ich opfere meist und bin noch keiner einzigen Sitzung hier dabei gewesen, wie auch immer es heißen mag. Aber würdet ihr mir sie noch einmal nennen? Ich kann mir sie sicherlich verinnerlichen. Ich hatte vielleicht an eine Tätowierung gedacht, wenn ihr versteht, was ich meine. Sie zuckt mit den Schultern, die haben viele. Ich dachte vielleicht an das Zeichen der Piraeen im Hintergrund und an einen Manticore im Vordergrund, da wir die Götter verteidigen. Wir sind das Schwert der Zwölfe. Wir sind Chor. Ist hier vielleicht jemand in der Stadt, der so etwas fertig bringt? Der unseren Gott auf die Haut bringt? Tätowierer gibt es viele. Frag einfach am Markt nach irgendeinem Heimermut. Die können sich sicherlich mit dir beschäftigen. Es gibt auch sowas wie Brandnarben. Nicht nur Farbe unter die Haut. Aber dann willkommen in der Gemeinschaft des Blutes. Da bin ich gerne. Vielen Dank. Werde ich mir so eine Art Wappenrock überreicht? Gibt es dort etwas? Wenn wir über das Schlachtfeld laufen, dann müssen wir keine Wappenröcke tragen. Wir brauchen keine Schwerter, keine Schilder, keine Äxte. Alles, was wir brauchen, ist unsere Aura, wie wir wirken. Ich bin schon jetzt begeistert. Lass dir halt einen anfertigen. Werde ich tun. Danke. Regel Nummer 1. Alles, was groß ist, wurde auf Leid errichtet. Regel Nummer 2. Lege alle Lügen und Illusionen ab, denn sie hindern den Starken. Regel Nummer 3. Genieße eine kurze Pause mehr als eine lange. 4. Respektiere niemals Schwäche oder Mitleid, denn sie macht den Starken schwach. Lerne dich selbst zu besiegen und du wirst über alle triumphieren. Liebe nicht so sehr, dass du es nicht sterben sehen kannst. Lechze stets nach Freude im Sieg, aber nie nach Freude in Harmonie. Stirb, anstatt dich zu ergeben. Und was dich nicht tötet, das macht dich stark. Mehr Regeln brauchst du nicht. Dem kann ich folgen. Dem kann ich folgen. Jetzt geh mir aus den Augen. Ich würde meinen Finger mitnehmen und mir auf dem Marktplatz einen Tätowierer suchen. Gut. Tätowierer oder Brandnarbe? Beides. Beides. Muss ja wehtun. Gut, dann machen wir weiter mit Isarun. Alles klar. Isarun macht sich auf den Weg in den Hesinde-Tempel. Den Weg dahin kennt sie ja mittlerweile und weit ist es auch nicht. Ja, kannst dich da dann wieder mit einem der Hesinde-Geweihten unterhalten. Du wirst auch wieder diesen Biologen erkennen, der da schon vor einiger Zeit mit dir gesprochen hatte, der irgendwelche Pflanzen untersucht hatte. Der würde dich dann weiterweisen an eine Geweihtin, die da gemeinsam dann mit dir über die Ifritim diskutieren kann. Schlägt dann auch 3-4 Bücher gemeinsam auf, die sie dann aus den Bibliotheken herausgezogen hat, aus den Regalen. Und dann habt ihr euch so ein bisschen zurückgezogen in eine stille Kammer. Auch die erinnert dich so ein bisschen an das, was du in Gareth gesehen hast. Dann auch wieder abgedämpft, damit dann andere neugierige Ohren nichts hören können. Und indem sie dann
Sie wollte noch nicht mal wirklich wissen, was du jetzt von ihr willst, sondern schlägt dann schon mal 4, 5 verschiedene Bücher auf und guckt dich dann neugierig an. Ja, dann bedanke ich mich zunächst einmal und schau mir mal an, was sie für Bücher gebracht hat und wie aktuell die sind. Also mir geht es jetzt vor allem darum, dass ich besonders aktuelle Informationen über die bereits gesichteten Dämonen hier in der Umgebung und in Oron bekomme. Ja, du wirst sehen, dass das sowas ist wie zum Beispiel die Wege der Zauberei oder das Liber Cantiones und auch eine große Abschrift von einem mächtigen Magier, der aus der Grauen Gilde sehr bekannt ist und sehr verrufen ist, Tarlesin von Borbra. Ja, Isarun rümpft ein wenig die Nase, aber gibt keinen Kommentar ab. Also gut, dann wie kann ich euch helfen, werter Pfeil? Ich brauche Informationen darüber, welchen Dämonen wir möglicherweise begegnen können, wie man sie vernichten kann oder aufhalten kann. All solche Informationen. Speziell auf der aus der Domäne der Herrin der schwarzfaulen Lust. Das habe ich mir bereits gedacht. Wenn ihr zum Dämonenjagen hierher kommt, dann sicherlich, um über die Grenze zu gehen. Es gibt eine ganze Menge, die euch vielleicht Kopfzerbrechen bereiten könnten. Es gibt Dornrosen, also daimonide Pflanzen, aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann habt ihr selbst diese bereits schon erblickt und auch die Meldung dazu gemacht. Seit gestern werden ja diese Dornrosen vor unseren Mauern bekämpft. Das ist richtig. Mit welchen Mitteln werden sie denn bekämpft? Vor allem mit elementarem Feuer. Das profane Feuer, was wir vorher über sie geschüttet haben, ist wahrlich nicht die richtige Lösung, aber solange das Elementar rein ist und vielleicht auch etwas magisch durchsetzt, dann sollte sich da sicherlich die dämonische Herkunft vertreiben lassen. Davon gehe ich aus. So besonders stark schienen mir diese Ranken auch nicht und ich denke, elementarem Feuer haben sie wenig entgegenzusetzen. Das gilt quasi für vieles. Aber wenige Dämonen lassen sich von einem brennenden Feuertopf oder so etwas verjagen oder weichen ihm aus. Wenn etwas Langsames wie eine Pflanze dann allerdings daherkommt, dann sind diese Mittel natürlich möglich. Korrekt. Was wisst ihr über die Chasmanyat? Eine Dämonin, die vor einigen Tagen erst unseren geliebten König angriff, Arkos II. Das war dieser Dämon, der den Angriff ausführte. Interessant. Meines Wissens nach wurde dieser Dämon noch nie beschworen, also zumindest nicht in jüngerer Zeit. Unsere Experten sind sich da nicht ganz sicher, was dessen... Wir meinen, dass er tatsächlich beschworen wurde, und zwar in Verbindung mit der Entstehung des Uronischen Reiches, so sind wir der Meinung. Er wurde tatsächlich auch schon in der jüngsten Vergangenheit gerufen, allerdings auch wieder vertrieben, mit einem Raya-heiligen Schwert. Tatsächlich. Und unter dem Sphärenschänder wurde er dann, also kurz danach, aber trotzdem mit seiner Hilfe, hatte dann die schwarze Demiona, die Chasmanyat, gerufen. Zu ihrer Eingrenzung wurde auch einige Meilen von hier entfernt ein Kloster der Raya errichtet. Das solltet ihr vielleicht auch wissen. Erzählt mir mehr. Das Kloster liegt auf der Auronischen Halbinsel. Ihr solltet übrigens wissen, dass Oron selbst nicht nur das Staatsgebiet, sondern auch diese Halbinsel heißt Oron. Unabhängig von dem politischen Konstrukt, das scheinen einige zu verwechseln. Also, diese Chasmanyat wurde vor vielen Jahrhunderten besiegt, allerdings nur versteinert. Man konnte sie nicht wegschicken und man baute an der Stelle, wo sie besiegt worden ist, dann das Kloster Keshal Tarif. Interessant. Und dort steht sie noch heute. Wir wissen allerdings nicht viel, was sich dort im Inneren mittlerweile getan hat, da, wie gesagt, das Staatsgebiet sich etwas ausgebreitet hat und seitdem jeglicher Kontakt abgebrochen ist. Aber ja, das ist verständlich. Ja, tatsächlich, ich sehe es hier. Sie deutet dann auf einen Bericht von Tarlesin von Borbra.
hier steht es zumindest drin, dass noch nie ein Sterblicher es versuchte, die Madara Estra in diese Sphären zu rufen. Ihr kennt die fünf namenlosen Tage, korrekt? Mhm. Natürlich. Eshas Manyat ist eine von ihnen, die dann unter anderem Namen als Madara Estra in die Sphären gerufen werden kann. Also sie ist die Tagesherrscherin des fünften Tages. Danke, genau. Sie ist ein dämonisches Wesen, das Wahnträume in ihre Opfer ruft, und sie wird normalerweise als sitzende Statue dargestellt. Wie gesagt, weil sie seit vielen Jahrhunderten so dasitzt. Der Oberkörper einer schönen Frau in königlicher Kleidung und mit schwarzem Antlitz. Der Unterleib mit ekelhaftem Gewürf und zahllosen Schlangen, die dann der Hesinde spotten. Es gibt zahlreiche Legenden, wonach die Eshas Manyat unzählige Sterbliche in ihren Bann zieht, indem sie die geheimsten Wunschträume von den Betroffenen dann erfährt und sie dann eben auch verwandelt, sie in eine Art Liebesrausch versetzt und danach verspeist bei lebendigem Körper. Das bedeutet, wir können mit Beherrschungs- und Einflussmagie rechnen. Das ist sowieso ein großes Problem, was höchstwahrscheinlich dann in einem Kampf gegen die Dämonen aus dieser Sphäre das Problem werden wird. Die Verfluchte der Schwarzfrauen Lust. Es gab zum Beispiel den Laran, der sich eher wie eine Sklavin oder Sklavin tarnt und dann in dieser Verkleidung zu dir marschiert, dir Dienste anbietet und dich dann ebenso verschlingt oder tötet. Auch das ist dann Einfluss. Ansonsten sei genannt der Gregoroth, ein körperloser Dämon, der sich in Musikinstrumente oder so etwas bindet und dann mit anharmonischen, kakophonischen Klängen ebenso den Körper befällt, wenn man diese Lieder hört. Verstehe. Da werde ich noch einmal genauer recherchieren müssen. Aber, naja, es ist gut zu wissen, dass wir mit dieser Eshas Manyat rechnen können. Wo finde ich denn die niedergeschriebene Legende von ihrer Versteinerung? Einen Moment. Sie blättert 1, 2, 3, 4, 5 Seiten und dreht dann das Buch, was sie gerade vor sich hat, und schiebt es dir dann rüber. Hervorragend, vielen Dank. Überschrift: Die Leibzofe der Belkulel. Ja, ich mache mich an die Lektüre und versuche alles über die genannten Dämonen herauszufinden, was ich kann und was ich noch nicht wusste. Gut, machen wir weiter mit dem letzten. Jalan. Ja, dann wurde ich. Ich mache mich, wie gesagt, in den Paras-Tempel auf. Ich hoffe, dass seine Ehrwürden heute die Zeit aufbringen kann. Kann er. Und er empfängt dich, wenn du dann in den Raya-Tempel gehst. Hat er wohl auch schon mit dir gerechnet, dich irgendwann erwartet, und er nimmt dich dann auch gleich zur Seite. Ja, Praios zum Gruß. Wenn ihr mögt, dann würde ich gerne mich mit eurer Seele weiter beschäftigen, da sie mir doch sehr interessant bei einer ersten Analyse vorkam. Wenn ihr dies für das Weiseste haltet, will ich dem nicht nachstehen. Schließlich ist dies auch für mich eine Fragestellung, die mich bewegt. Ausgezeichnet, dann setzt euch doch bitte hin. Es kann eine etwas längere Prozedur werden. Rechnet also mit einigen Stunden, die wir in euch starren, um nun ja in einer großen Seelenprüfung herauszufinden, was tatsächlich mit euch geschah. Wolltet ihr vorher noch etwas mit uns kommunizieren oder seid ihr tatsächlich nur deswegen hier? Nun, ich werde natürlich bald gleich mit der Abendmesse den Herrn Praios um einen Segen bitten für die Unterfangen der nächsten Tage. Aber das tut jeder Gläubige, schätze ich. Weiß. Dann nehme ich Platz. Bitte stumm meinen Herrn und Gebieter darum, doch den Geweihten mit Weisheit zu erfüllen. Ja, und so beginnt er mit einer großen Seelenprüfung. Lass mich gerade mal kurz im Wege der Götter nachschlagen. Die ist Grad 5. Genau, die ist aufgestuft. Weißt du, auf welcher Seite die ist? Eine Sekunde. Die Seelenprüfung ist auf Seite 275 im Liber Liturgium. Im Liber Liturgium, ja. Ich gucke jetzt gerade im WDG. Stehen da irgendwelche Variante der Seelenprüfung. Sind da irgendwelche Worte bei, die man spricht?
Nein, es wird je nach Gott unterschiedlich sein. Ja, wie gesagt, du kannst dann sehen, wie Shirbanu Al-Fessir dann vor dir da auch Platz nimmt auf einem Gebetsteppich und dann gemeinsam mit der Sonne, die über dir leuchtet und scheint, in einen entrückten Zustand geht, der dich dann ebenso entfasst, der dich dann ebenso erfasst und ja, sonst weiter nichts passiert, außer dass sie sehr warm wird, die Sonne dann auf dich leuchtet, dich wärmt und dich einhüllt. Nach einigen Stunden verklärt sich dann der Blick von Shirbanu wieder und schaut dich an. Interessant. Das gab es tatsächlich so noch nie. Ihr habt eine Ordination bekommen, allerdings nicht von einer Kirche, sondern von einem Greifen da selbst. Und da würde mich interessieren, wo ihr einen Greifen getroffen habt, da diese göttlichen Wesen in letzter Zeit nicht so sehr häufig anzutreffen waren. Vor allem ihre Gunst konnte man so kaum erwerben. Herr Erwin? Nun, verzeiht, dies ist eine wenig gelinde Überraschung. Traf einen lebenden Greifen in Gareth. Wir, nachdem Galotta fiel und der Herr Preis sich angeschickt hatte, die Stadt zu retten, was auch allerdings den Preis kostete, dass der Fürst der Greifen, Oberan, sein Leben verlor. Wir fanden ihn gerade noch auf dieser Seite des... Gerade noch in dieser Sphäre, in den Trümmern der Sakrale in Gareth. Dort trug er uns auf, den Kampf fortzuführen. Dann verging er. Genau das sehe ich hier. Ich sehe sein Licht leuchten, das von Oberan. Kein gewöhnlicher Greif, sondern der Anführer von ihnen. Ich werde sterben, doch das ist ein geringer Preis, wenn das für das Menschenreich, dem ich so sehr lange diente, bestehen wird. Eines habe ich gelernt, als ich erneut in das Licht Alvaran schauen durfte. Dies ja, waren sie. Dies waren genau seine Worte. Er ist gestorben und lebt in euch weiter. Ein Teil seiner Aspekte, ein Teil seiner Seele, und er hat euch die Ordination erteilt. Aber verzeiht, ich will natürlich die unendliche Weisheit der Diener des Herrn nicht in Frage stellen. Aber warum ich? Gibt es nicht würdigere oder unbedarftere oder solche, die reiner sind? Irgendwas wird er in euch erkannt haben. Wirklich ein reineres Wesen als einen Greif wird es auf Aventurien kaum geben. Vielleicht sogar auf Dere da selbst. Er wird etwas in euch erkannt haben, und ich bin niemand, der den Willen eines Gottes oder seiner Geschöpfe anzuzweifeln mag. Und das sollte weder ich tun, noch die Kirche, noch ihr selbst. Nehmt es so hin. So ist es geschehen, und so wird es sein. Nun, ich möchte euch also nun ganz offiziell die Ordination erteilen. Immerhin, laut meinen Recherchen, die ich über euch anstellte, als ihr abwesend wart, sei es euch in Gareth nicht zuteil. Ich kommunizierte mit ihnen und sie sprachen von einem schlechten Ruf, der euch dort quält. Von vielen Dingen, die ihr in der Stadt des Lichts tatet und die nicht verstanden worden sind. Dennoch würde ich euch berufen wollen. Wenn der Herr Praas gesprochen hat, können wohl auch unsere Oberen in Gareth dem nicht widersprechen. So gerechtfertigt sie wohl auch sein mögen. Ungefähr eine Stunde später gehst du dann in einem weißen Leinenhemd im Tempel. Rituell gereinigt, gewaschen. Du siehst die vielen anwesenden Priester, die jetzt gurwanische Choräle singen, Erzpriester, die hier am Altar auf dich warten, während du dann durch den Tempel nach vorne gehst, der wieder erleuchtet durch die Sonne gar selbst ist, und ein Schein, der jetzt
ja, kurz nach dem Sonnenhochstand auf dich wartet, während du dann langsam an den Bänken vorbeischreitest. Du kannst auf die Knie gehen vor dem Altar und der Erzpriester salbt dir die Stirn mit geweihtem Praios-Blumenöl. Du hörst, wie hinter dir ein paar Novizen beten, leise singen. Und dann der Erzpriester vor dir die Ordination spricht. Die Gesänge verstummen, nur noch die Stimme des Hochgeweihten ist zu hören. Am Ende des langen Gebets wirst du entrückt in höhere Sphären. Du bist sowieso schon von der göttlichen Macht erfüllt und dann spürst du ein weiteres Mal den prüfenden Blick von Praios. Würdig bist du schon. Die Kraft von ihm fließt durch deine Adern. Du siehst zwar dein Blut nicht, aber du spürst, dass es aktuell golden leuchtet, dass du nicht mehr rot blutest, sondern gelb. Und dann erhebst du dich mit gleißenden Augen. Und wenn du dich umdrehst, dann siehst du und hörst du wieder, wie sie singen. Praios, Fürst der Götter. Herr Praios, du hast mich gerufen, in deinem Licht zu wandeln. Du hast mich an meinen Platz gesetzt, um deiner Ordnung zu dienen. Du hast den Funken geschlagen, der mein Herz erleuchtet. Dein Wort will ich verkünden, deiner Ordnung will ich dienen. Deinem Gesetz will ich folgen und dein Licht sei stets mit mir. Lux Triumphat. Lux Triumphat, schallt das aus zahllosen Kehlen. Habt ihr euch bereits einen Ordinationsnamen gewählt? Liegt wohl auf der Hand, wie die Wahrheit selbst. In Ehren des Greifen, der sein Leben gab und mir meine Ehre zuteil werden ließ, werde ich wohl den Ordensnamen Okurian annehmen. Bis ich jetzt Okuri, der größte aller Greifen. Dann sollt ihr Okurian geheißen werden. Donator, Lumini, Jalan, Okurian, Greifenmund von Zorgan. Du so hat es der Herr gesehen und so soll es ihm gefallen. Du siehst, wie Shirbanu von der Seite auf dich zutritt und dir deinen Sonnenzepter überreicht. Halte dieses dann noch einmal gegen die große Kuppel im Inneren des Tempels und lasse das Licht darauf fallen. Bevor ich mich dann in die Reihen der Gewalten anstelle. Bis die Sonne untergeht, könnt ihr gemeinsam singen, beten, feiern und das Licht von Praios auf euch niederscheinen lassen.